Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's, Vati, wieder am Start. Und ja, heute mal neue Präsentation. Ich habe mir wieder was Neues gegönnt. Aber bevor wir das anfangen, wenn ich zur Seite schaue, genau, ihr wisst es, ist nichts. Nee, Kamera, Spiegel, dies, das, ob okay ist. Moment, ja. Ja, ich habe mir die Beats bei Dr. Dre gegönnt, Mix Air. Hier ist das Prachtstück. Ich glaube, ihr seht nichts. In Indigo Blau. Komische Farbe, hab gedacht, so warum nicht mal was anderes? Ich hatte schon mal ein paar Beats Kopfhörer in auch die gleichen und ja, hab mir das mal diesmal in Indigo Blau geholt. Warum nicht? Ja, Butterfly für Arme ist wieder am Start. Ich öffne das jetzt und dann zeige ich euch das, sonst seht ihr das nicht. Und ja, erzähle ein bisschen halt, was der Inhalt drin ist und halt, wie die Beats sind. Ja, die Beats Kopfhörer, das sind die meistverkauftesten Kopfhörer, ne, gewesen damals. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Damals, wo ich das neu gekauft habe, waren die Beats so fame oder gehypt, dass es fast jeder hatte. Ich habe mir das nicht wegen dem Hype gegönnt, nein, ganz ehrlich, ich könnte auch Bose Kopfhörer oder eine andere Kopfhörer, Sennheiser, holen. Aber ich fand einfach den Style, weil ich fand Dr. Dre damals krass, finde ich immer noch krass, ne? Und habe gedacht so, ich muss das haben irgendwie. So, und klar, ist ein bisschen, wie heißt das, bisschen Fame und ein bisschen Mainstream gewesen und jeder hatte das, klar. Aber ich wollte dann so was anderes sein und habe mir die Mix Air gegönnt. Das ist so ein David Guetta Spezial gewesen damals, ne? War so eine David Guetta Vision. Und ich fand die einfach krass, das sind richtige DJ-Kopfhörer. Und das sind ja On-Ear-Kopfhörer, es gibt ja In-Ear, was nach dem Ohr reinkommt, On-Ear und Over-Ear ist über dem Ohr. Und ich habe mir die geholt, weil die einfach perfekt sind. Ich finde die richtig krass. Ungelogen. Und ja, Moment, so sieht das halt aus. Diese Kopfhörer in Blau ist zu dunkel, ne? Sieht das glaube ich nicht. Moment, gegen das Licht. Und hinten ist halt, ja, ich zeige euch das einfach, die Kopfhörer live. Ist viel angenehmer. Und das ist voll geil. Guck mal, da kann man abziehen. Hab ich gar nicht erklärt. Und dann sieht das so aus, halt. Das normale Beats-Logo. Hoffentlich sieht man das. Ja, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Moment, ich leg das mal jetzt hier runter. So. Und die Kopfhörer sind übelst. Wenn du das auch hast oder so, ich kann es ja auch in die Kommentare schreiben und sagen, ob ich lüge oder nicht. Ob die gut sind oder nicht. Und ja. Ansonsten, Moment, ich guck mal rein. Okay. Hoffentlich sieht er das. Ich will das euch zeigen, wenn das so drin liegt. So, ich nehme das so ein bisschen quer. So sieht es aus. Moment, da sind die Beats drin mit der Tasche. Und das Schwarze ist halt der Inhalt, so Kopfhörer. 3,5 mm Klinke, ne? Ist das? Ja, müsste sein. Warte. Moment, das geht immer so schwer auf. So. Bevor ich hab ich abgerissen? Nein. Oh, geil. Also, hier sind einmal. Wow. Wow. Das ist geil. Ich hatte ja mal schon mal Beats und das ist andere Farbe und so weiter. Guck. Die 3,5 mm in Gold. So sieht's aus. Moment, seht ihr das? Einmal so. Und das ist mit Headset. Da kann man zum Beispiel telefonieren und die Musik wechseln. Und ja, so sieht's aus. Moment. Hinter mit Mikrofon. Und ja, ist schön. Und das zweite ist in Blau, finde ich auch richtig edel, wenn man halt keinen Bock hat auf Mikrofon und einfach so einen langen Kabel, das kann man ja noch lang ziehen, ist das auch nicht schlecht. So sieht halt der Klinkenanschluss aus. Moment, so. Ich muss aber zur Seite gucken, dass ich nicht daneben so zeige. Und das andere sieht so aus halt. Und ja, ich finde das richtig nice, dass sie es dazu tun. Und dazu tun die auch noch. Ein, wie heißt das? Ich hab den Namen vergessen. Warte. Muss was, steht da was? Ja, halt, ich weiß nicht. Das ist für, wie heißt das? Für die Musikstudios. Zum Beispiel für den Keyboard kannst du das auch einschließen. Oder E-Gitarre, wie du willst. Halt, da kannst du den normale Beats reinstecken. Kann ich euch Beispiel zeigen. Hier ist das. Und dann ist das so. Halt. Und dann kann man mit dem Kopfhörer halt am E-Gitarre dann oder Keyboard hören, so als Kopfhörer-Style. Und das finde ich richtig geil, dass ich es dazu packe noch. Ja, und was ist noch dabei? Krimskrams, Papier, Aufsticker vom Beat. Bisschen Gedöns.
hier Beats Dinger, also Anleitung, was man eigentlich nicht braucht. Was das denn? Also habe ich schon so oft, ne? Ich habe das so oft doppelt. Sonst nichts mehr. Früher war da noch eins drin. Da stand hat, da waren noch die Beats, welche Beats alles gibt. Es gibt hier zum Beispiel jetzt Solo HD, nur Solo, glaube ich. Dann gibt es Studios, dann gibt es Pro, dann gibt es Mix Air, dann gibt es noch ein paar andere. Ne? Razel, also Wireless, auf jeden Fall, ohne Schnur und so weiter. Ihr kennt ja alle, könnt ihr abchecken. Und ich überlege immer, welche sind die perfekten Beats? Dann habe ich die kennengelernt. Und das, ich will das nicht so schön reden, aber ich finde, das sind die krassesten. Nicht so klein, nicht so groß, nicht so laut, nicht so leise. Der Bass ist krass. Ich hatte Gänsehaut und ich habe das auch Freunden empfohlen, dass die das Beats kaufen und gönnen. Boah. Auf dem Foto sah das so lila aus, aber wenn ich das jetzt schon sehe, so einfach krass. Boah. Den Karton, also wo das drin ist, dass diese Box, so kommt das mitgeliefert. Habe ich jetzt 3 Stück oder so. Manche habe ich ja schon verkauft oder ist kaputt gegangen. Und ja, so sieht's aus, wenn das eingepackt ist. Nicht schlecht, das ist, kann man knicken. Das ist 180 oder 270 oder so. Grad, ne, 180. Boah, wie edel. Ich gucke mal die Qualität. Und wenn es nicht gut ist, schicke ich das wieder zurück. Kennt ihr ja dieses Theaterle. Okay. Ich kann euch mal gleich meinen alten Beat zeigen. Das ist anders. Okay. Okay, so sieht's aus. Moment, oben steht Mix R. Ne, hoppala, da. So. Und von der Qualität, das ist mattblau. Indigo-blau. Kenne ich nicht. Ist nicht das normale Blau. Und deswegen sieht das so lila aus. Aber ich finde es perfekt. Also ich habe echt was Gutes gegönnt. Und das ist ja grau. Das ist ja anders wie mein anderer Beats. Ich habe ja noch 2. Zeige ich euch gleich. Vielleicht nur eins davon, das andere ist irgendwo hinten. Also so sieht's aus. Moment. Oh, wie sieht man das? Warte, ich mache mal gegen das Licht. So sieht's aus. Moment. So. Und so. Und ja, wie soll ich das euch richtig gut zeigen? Keine Ahnung. Ich bin auch kein QVC-Mann. Von innen, von der Qualität. Ja. So, ich gehe noch näher, damit ihr besser seht oder was ihr sehen wollt. Und es ist halt alles blau. Richtig geil. Und ja, das ist mein Lieblingsbeat. Fühlt sich auch schön an, schön matt. Ja, fühlt sich gut an. Ja, damit ihr seht, dass ich nicht fake oder nur sage, ja, dass ich gesponsert bekommen habe, dass die Kopfhörer nur einfach so präsentieren. Nein, ich habe die auch noch andere Farben. Schon lange, sehr lange. Hier einmal in Weiß, ne, habe ich auch. Nicht neu, gebraucht sind die. Habe ich schon sehr lange. Und einmal in Schwarz. Ich kann euch die Schwarz mal zeigen, ganz kurz. Wenn ich schon dabei bin, ne. Wir haben ja nichts anderes zu tun. Der Vati macht das ja gerne. Ach du Scheiße. Moment. So. Ganz kurz für euch in Schwarz. Und ja, die Schwarze ist am edelsten von allen Beats. Die habe ich auch nicht so oft getragen, die gibt es auch nicht mehr. Die habe ich, die Weiße habe ich sehr oft getragen, die bunsch immer jeden Tag fast. Die ist schon fast abgenutzt, richtig krass, ne? Aber die Schwarze habe ich jetzt seit fast einem Jahr und noch nicht mal einmal benutzt. Also so sieht die Schwarze aus. Mix R, ich gehe ganz nah, damit ihr besser seht. Die ist am edelsten, meiner Meinung nach. Blau auch. Also wenn ich beide sehe, klar, hier haben die an der Qualität ein bisschen verändert. Das merkt man schon. Guckt zum Beispiel, ich zeige euch das jetzt, Moment. Ich bin Betrachter, weil ich hasse das, wenn das eine voll wie eine Piep ist und das andere richtig Schrott. Guck, da sieht man das zum Beispiel. Da. Das andere ist so oval und das andere ist einfach glatt. Diese Punkt. Ach, wie sieht man das? Aber ich gehe mal so. Da und da. Seht ihr das? Ja. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Da haben die, glaube ich, gespart. Und ansonsten. Ja. Warte, ich zeige, ich hole die Weißen. Wartest du kurz? Ich schneide das nicht raus. Aber ich hole noch die Weißen, damit ihr die Weißen noch seht. Einen Moment. Batz, batz, batz.
Ich komme, keine Angst, Freunde der Sonne, ich komme. Ich lass drinnen, ich schneide nichts raus. So, was für ein Video ich produziere, aber das muss sein. Ja, Moment, alles richtig, passe ich wieder alles rein in die Kamera? Ja, so sehen die Weißen aus. Die sind schon abgenutzt, aber ist ja nicht schlimm. Sieht noch gut aus. Ja, das ist auch noch gleich. Halt, die sind schon abgenutzt. Merk mal, guck, das wackelt. Guck, ich mach gleich Bewegung. Klapper, kennt ihr noch diese Klapperdinger von 90ern? Und dann hast du immer Hand gebrochen. Ja, und die Weißen, ja, sind schon abgenutzt von innen. Moment, so. Nicht, dass ihr denkt, das ist fake oder so. Nein, ich gönne mir nur gute Sachen. Und deswegen will ich euch gute Sachen nur präsentieren. Und diese Kopfhörer sind mein Baby. Ungelogen. Das habe ich von meiner Mutter vor 2 Jahren, wo ich, warte, 18, mein 18. Geburtstag, habe ich sie bekommen. Und ich behalte sie wie mein Babys. Die habe ich letztes Jahr geholt. Einfach so. Weil die im Angebot waren. Warte, ja. Und die habe ich gegönnt, weil die geil aussahen. In Blau. Und ja, das ist das Krasse. Beats, ich kaufe keine Beats einfach nur so. Das muss mit Quali sein. Also, ihr könnt entscheiden, welche ihr haben wollt. Also, wie das hört, wenn du holen willst. Also, so sehen die aus. Ich verlose keins, leider, sorry. Aber sieht das nicht edel aus? Sei mal ehrlich. Ich habe die beste Farbe ausgesucht. Klar, rot oder blau wäre auch nicht schlecht. Also, blau in hell. Aber, ja. Schwarz nochmal. So sieht's aus. Ja. Die Kopfhörer gibt es bei überall, kannst du die überall erwerben, aber die schwarze gibt es nicht mehr im Moment. Also ich habe die nirgendwo gesehen, ich wollte die schwarze nochmal kaufen, aber die gibt es leider nicht mehr. Deswegen muss ich mir blau gönnen und ich bin stolz, dass ich doch blau geholt habe, weil schwarz habe ich ja schon noch neu. Und ja, deswegen kannst du noch gönnen, bevor das später gibt, bevor es die nicht mehr gibt. Und ja. Ich zeige euch nochmal andere Stecker. Dann gibt es nochmal die, das sind von Pros. Die habe ich leider nicht mehr, habe ich schon verkauft. Oder zurück abgegeben, keine Ahnung, da war was. Auf jeden Fall, das sind ein Stecker. Und ja, sonst alles gleich. Ja, mache ich gleich so, oder? Warte. Ja, das ist alles gleiche. So, alles rein, zack. So. Was denn? Scheiß drauf. Ja, die blauen sind natürlich auch unnormal. Ich feiere, auch wenn die Farbe scheiße wäre, hätte ich mir trotzdem gegönnt. Weil das sind die besten Kopfhörer. Ich kann die 1000 Mal wiederholen. Ich habe Video schon 200 Stunden, ich weiß. Ich muss jetzt langsam aufhören. Aber gönn dir das. Beats by Dr. Dre, Beats by Fati. Irgendwann produziere ich selber. Ja, ansonsten, ja, weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, ganz ehrlich. Nicht, dass ihr denkt, ich habe wirklich 3-mal gekauft. Und ja, das liegt mir wichtig. Weißt du, das liegt mir wichtig. Das liegt an meinem Herzen, dass es wichtig ist, dass ich nicht nur Scheiße präsentiere und dass ihr denkt, ich gönne mir das nur einmal und das war's. Nein, ich habe das 3-mal, siehst du doch. Und sonst würde ich das ja nicht feiern und dir präsentieren. Richtig? Richtig. Ja, ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt. Wenn ihr noch mehr so weiche Videos sehen wollt. Schreibt in die Kommentare, dass ihr das feiert. Und ja, demnächst gibt es noch mehr. Indigo Blau. Ja, feier ich. Du auch hoffentlich. Ja, was soll ich noch sagen? Abonniert meinen Kanal, habe ich schon gesagt. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr. Zack, zack, zack. Beats by Dr. Dre, Mix R. Rasier den Schaum oder ohne. Aber das sieht geil aus jetzt, ne? Von der Farbe. Ja, schreibt in die Kommentare, welche euch am besten gefällt. Ne? Ja, danke fürs Einschalten. Ihr seid die Besten. Und wir lassen es knacken, ne? Euer Fati. Ne? Mach's gut, bis zum nächsten. Ciao mit V oder Tschö mit Ö.